Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Wings für den Commodore Amiga, die Abenteuer des Major Edmund Blackadder. Wir sind ja in der letzten Folge, sind wir einen Rang aufgestiegen. Was ist sonst noch passiert in der letzten Folge? Es ist nämlich für mich jetzt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, über 2 Wochen. Jetzt habe ich endlich wieder mal Zeit dafür. Wir hätten fast ein fatales Ende gehabt, weil wir ja da fast abgeschossen worden sind und dann sind wir noch in den gegnerischen Doppeldecker reingeflogen, unabsichtlich. Das haben wir hinter uns gebracht und wir haben einige Missionen versemmelt, was ich mich noch erinnern kann. Natürlich die ganzen Bombenmissionen, also wo man halt eben Bombenangriffe fliegen, die werden immer schwieriger, obwohl mir es an sich taugen, aber ja, kann man nichts machen. Und wieso geht der Knopf nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist toll. Ich glaube, mein Controller hat sich gerade aufgehängt. Das ist nicht toll. Ich probiere es einmal. So, jetzt geht's. Weiß auch nicht, warum das jetzt auf einmal gewesen ist, aber bitteschön, soll nichts Schlimmeres passieren. Genau. 30. Oktober. Ich kann nicht mehr reden. 30. Oktober 1916. Can't help but feel grief for the recent German loss. 2 days ago, Oswald Boelcke collided in mid-air with one of his own pilots. Can't help but feel grief for the recent German loss. Okay, also er kann sich nicht helfen, aber irgendwie fühlt er doch Trauer, glaube ich, soll das heißen, für den Verlust der Deutschen, den sie gehabt haben. Vor 2 Tagen ist Oswald Boelcke kollidiert in der Luft mit einem eigenen Piloten, also dasselbe, was wir im vorigen Teil gehabt haben. I flew over Boelcke's base last night with a group of RFC pilots and respectfully dropped a reef. Also wir und noch ein paar andere von der Royal Air Force RFC Royal Flight. Also unser Pilot und halt eben noch ein paar andere aus dem Geschwader sind letzte Nacht über den Flughafen oder das Flugfeld von Oswald Boelcke geflogen und aus Respekt haben sie, ich glaube, das Drop the Rev. Ich würde mal drauf tippen, Blumen haben sie abgeworfen. Oder ein Kranz oder irgendwie sowas. It almost seems wrong that we have to bomb a command post on the Sommertag. Es fühlt sich schon fast falsch an, dass wir heute einen Kommandoposten an der Somme bombardieren sollen heute. Die Deutschen, the Germans are mourning the loss of their second great air hero, but the war stops for nothing. Ja, also die Deutschen trauern immer noch über das zweitgrößte Fliegerast, das sie vor kurzem verloren haben, einen großartigen Lufthelden oder Held der Lüfte, aber der Krieg stoppt für niemanden. Ja. Gut, das heißt eine Bombenmission. Bomb the Command Post. Jo. Und Supply Trucks sind die Sekundärziele. War ja wieder mal ein guter Start mit meiner Übersetzungskünste. Bist du deppert. Saluting one of our fallen own, I flew quietly alone over a host of memorial services before heading back to the front. Also wir haben, um einen der unsrigen die letzte Ehre zu erweisen, das würde ich mal sagen, sind wir, I flew quietly alone over a host of memorial services before heading. Ja, sind wir alleine, ruhig, wie auch immer das möglich ist, aber sind wir halt eben über einen Trauerzug hinübergeflogen, bevor wir zur Front geflogen sind, um halt eben um einen unserer gefallenen Kameraden zu salutieren.
There I targeted the designated command post and held my silence as long as I could. Ja, dort visierte ich das, den Kommandoposten an, der ja zum Abschuss freigegeben worden ist, und ich versuchte so lange wie möglich mich zu bedeckt zu halten, beziehungsweise halt eben so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erwecken. Gut, wie schaut der aus? Aha. Viele kleine Häusle drumherum. So, das haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Ja, den haben wir wenigstens angehalten. Der fragt sich jetzt bis zum Ende des Krieges, warum geht's nicht weiter? Wann bauen die Scheißstraßen endlich weiter? Also, es hat schon seinen Sinn gehabt. Tja, 4 von 5 Supply Trucks. Wir haben das Häusle auch erwischt. Wieder mal erfolgreich eine Bombardiermission fertig gemacht. Gut, wir sind noch immer Platz 3. Platz 1 ist ja gestrichen worden. Der Max Immelmann ist auch noch immer drauf. Aber ich sehe noch keinen Manfred von Richthofen. Der wird aber nicht lange auf sich warten lassen. Langsam sicher nähern wir uns dem Ende des Krieges, aber ganz langsam. 1. November 1916. The dark months of autumn grow darker. Die dunklen Monate... autumn grow darker. Autumn ist Herbst. Ich glaube, es soll Herbst sein. Also, an sich müsste man... 1. November, shit, wann fängt der Winter an? Die Winterzeit wirklich, ich glaube, das... 15. November, aber da hat es mir jetzt nicht festnageln. Ich bin da manchmal sehr schlecht in solchen Sachen. Aber wir bleiben einfach beim Herbst. Also, die dunklen Monate des Herbst werden immer dunkler. Though the RFC won't release any figures about us getting slaughtered on the Somme, I noticed a stray document on first desk that says we've lost 800 machines to the Germans, 359, with 252 of our pilots in the ground for Germany's 43. Okay. Though the RFC Royal Flight Corps. Trotz dessen, dass das englische Luftkorps keine wirklichen Zahlen veröffentlicht über die Tatsache, dass wir mehr oder weniger geschlachtet werden an der Somme, ist uns ein komisches Dokument aufgefallen auf Farrars Desk, also auf Farrars Schreibtisch. Das besagt, dass wir 800 Maschinen an die Deutschen verloren haben. Also, dass wir 800 verloren haben und die Deutschen nur 359. Und 252 von unseren Piloten haben ins Gras gebissen gegenüber 43 Piloten von den Deutschen. Ich kann mir das jetzt nicht ganz vorstellen, aber bitte. Our three-man patrol today to Cambrai will again bring us to face Boelcke's legacy, the cups of his Jagdstaffel. Unsere Patrouille, die wir heute zu dritt bestreiten, führt uns nach Cambrai, wo wir gegen Boelcke's Legacy, ja, Nachfolger oder sein Erbe treffen werden, nämlich die Piloten von der Jagdstaffel oder von den Jagdstaffeln seiner Jagdstaffel, so hieß, steht eh dort. Das könnt ihr mitlesen, also es ist. Ja, oh, ein Grünschnabel. Heathcliff, Dauwalder. Der Heathcliff.
Heathcliff und Riff Raff, glaube ich, waren ja die anderen da von der Zeichentrickserie. Die habe ich mir nie, also habe es mir schon angeschaut als Kind, aber nee, das war nicht so meins. Garfield ist geil, aber das, na. Okay, my Vickers longed for a target as we hovered over the stillness of Cambrai. Also unsere Vicker lechzte nach einem Ziel, als wir über die Ruhe von Cambrai dahin schwebten. It didn't take long before the roar of our engines attracted two D2s with their Spandos blasting a cold-hearted Willkommen. Es dauerte aber nicht lange, bevor das Röhren unserer Motoren zwei deutsche Doppeldecker anlockte, die mit ihren Spandos, ich glaube mal, das soll die Firma sein, oder werden so die Maschinengewehre auf dem Doppeldeckern genannt, wäre mal neu, aber ist ja wurscht, die halt eben aus allen Rohren gefeuert haben und uns quasi mit ihren Salben ein deutsches Willkommen entgegenschießen oder schossen. Gut. Na, wo ist jetzt? Wo ist er? Such ihn, Deutschen. Wo ist er? Da ist er! Ich habe ihn gesehen. Ganz nah. Da ist noch einer. Aha! Beide auf einmal getroffen. Sind zwar nicht abgestürzt, aber getroffen haben wir. Was? What the fuck? An das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ach ja, Alter. Das habe ich mir voll nicht mehr erinnern können. Dass man solche Ausweichmanöver auch fliegen muss. Das hat mich gerade urgerissen. Ich habe schon geglaubt, die wird abgefetzt mit einem Schuss. Ich bin alt, ich erinnere mich nicht mehr an viel. Und an das, was ich mich erinnere, darf man auch nicht. Also das darf man auch nicht wörtlich nehmen, wie wir festgestellt haben. Komm her, Sauerkraut! Na, der hat aber... Was? Der hat sich wieder aufgerafft, oder was? Ja, toll, ja. Fliegen wir einfach rein. Ja, na, ich meine, hallo? Was, da fetzt einer? Oh, dann ist er nicht abgeschossen. Nein, nein, gilt nicht. Er steht im Leo oder ich weiß nicht. So, Alter, aber jetzt da. Hochziehen. So, ich fliege einmal ein bisschen weiter geradeaus, weil dass der eine mal weg ist. Außer die sind jetzt auf einmal von, also dass da noch ein Nachschub gekommen ist. Ja, das ist noch immer am Trudeln. Okay, wenigstens noch ein zweiter von mir ist auch da. Immer aufpassen, die sind ja sehr, ja, pickfreudig, sagen wir mal so. Die wollen ja dauernd in uns reinfliegen und uns quasi umarmen, wollen sie uns ja. Zu schwach, das Schwert zu heben, stoßen sie einen den Dolch in den Rücken bei der Umarmung oder reichen einen den Giftbecher. Weg. Oh! Boah, Alter, das wäre es fast schon wieder gewesen. Die werden schlimmer. Wir haben noch 180 Missionen zu absolvieren irgendwie.
Aber ich habe alle abgefetzt. Ja. Yeah. Na geh, der Grünschnabel ist abgeschossen worden. Hm. Heathcliff, wir kannten dich kaum. November 1916. Now we're bewildered. The old General Trenchard calls this some our greatest air success of the war. Our airstrikes are being cut back by wing headquarters. Now we're bewildered. Also General Trenchard nennt die Sonne, also das war unser größter Lufterfolg des Krieges bis jetzt da. Our airstrikes are being cut back, aber unsere Luftschläge wurden gekürzt vom Wing Headquarters, bei Wing Headquarters, vom Hauptquartier. Meantime, this Manfred von Richthofen already has 10 kills. Also, und währenddessen hat Manfred von Richthofen es geschafft, 10 Engländer oder Alliierte abzuschießen. Seems he's some kind of Baron. Es schaut so aus. Allen Anschein nach dürfte er ein Baron sein. Whatever that is, was immer das auch sein soll. Okay, Baron, we're patrolling your province at Douai. Douai today, come out and play. Ja, also okay, Baron, wir patrouillieren heute bei deiner Provinz Douai. Komm raus und spiel mit uns. Aber ich, das bewildert war es jetzt gerade nicht. Now we're bewildered. Da muss ich ehrlich zugeben, da habe ich jetzt gerade, ja, eine Übersetzungssperre. Ich habe das Wort habe ich schon mal gehört, aber ne. Könnt ihr es ja googeln und mich unten dann wieder korrigieren, was das heißt. Oder mich wissen lassen, was das heißt. Vielleicht habe ich bis zum nächsten Mal dann eh nachgeschaut in Google, weil es mich selber interessiert. Drei Majore werden aufsteigen. Und ich hoffe auch, drei Majore kommen wieder zurück. Three of us caught a pair of Fokkers off guard and began to close on the tails. Die drei von uns haben zwei Fokker überrascht und wir näherten uns, ja, und wir fingen an, uns an ihr Heck zu klemmen. Though we had the advantage, trotz dessen, dass wir den Vorteil hatten, we surprised them fair and square, so Farah couldn't say nothing about no Chivalry. Trotz dessen, dass wir den Vorteil hatten, überraschten wir sie fair. Also es war alles legal. Wir haben jetzt nicht unfair sie zum Kampf gezwungen. Irgendwie so, weil der Farah angeblich wahrscheinlich nicht zufrieden ist mit uns oder mit einigen Piloten, dass die angeblich unfair kämpfen. Und deswegen wird das halt eben jetzt gesagt von wegen, hey, wir haben die fair und nach allen Regeln überrascht. Das heißt, das ist legitim, da ist nichts Unfaires. Deswegen könnte uns der Farah jetzt auch keine Unfairheit oder kein nicht kavalierreiches Verhalten eines Offiziers vorwerfen. So, bitte nicht in den eigenen reinfliegen. Schauen wir mal, ob wir auf die Entfernung treffen. Ich will mal Nein sagen, aber ich komme nicht einmal dazu, dass ich da irgendwas. Also, anvisiere schon einmal. Wo ist er? Er gibt Rauchzeichen von sich. Er versucht, um Hilfe zu rufen. Alte Indianertechnik.
und jetzt. Es war besetzt. Kuh mehr! Die Doppeldecker, wenn die einmal zum Trainer fahren, die sind so gefährlich, die Hunde. Hallo! Hallo! Ich will kämpfen. Also ich will nicht unbedingt, aber ich kann dich nicht einmal ziehen lassen. Das Spiel erlaubt es nicht. Hallo! Ah, jetzt kommt er. Na, oder auch nicht. Oder doch? Nein, oder nicht. Er wird immer klein. Kaum, dass du ihn vor der, also vom Visier hast, wird er alle immer so klein. Kannst nicht erwischen. Hat er jetzt Umtritt? Nein. Jetzt hat er Umtritt. Nichts riskieren. Yes, ich meine, wir sind zu dritt. Wie gesagt, normalerweise sollte da nichts passieren. Drei gegen einen. Außer wir drei fliegen ineinander, dann ja. Dann lacht er sich ins Fäustchen. Na komm, meine Maschinengewehre werden miert. Jo, na klar, siehst du, vor lauter Langeweile wollen die auch nicht mehr. Na komm, ich bin eh urhoch im Rang vom Mechaniker, weißt? Und dann schafft er nichts. Ja, na klar, währenddessen kann er mich zusammenfetzen, natürlich. Hallo. Burschen, könnt ihr Esther ein bisschen mal mithelfen, ha? Zumindest so lange, bis ich wieder feuern kann. Natürlich, ja, jetzt werde ich zusammengefetzt. Klar. Fliege auch nicht die ganze Zeit davon. Ich meine, mache ich schon, aber ich fliege wenigstens im Kreis, ich bin ja fair. Weiter, geh nochmal in die Lehre erst. Die Mechanikerlehre. Die Maschinengewehr. Aber es ist. Ich hab mir's gedacht, weil es so lang dauert, bis das Wache umdreht. Umdraht. Dass dann die Maschinengewehre nicht mehr funktionieren. November 7. Now I know what's eating Farah. Jetzt wissen wir, was an Farah herumnagt, beziehungsweise was für ein Gräuel er plagt. He's angry because he hasn't been awarded the Victoria Cross. Also er ist angefressen, weil er noch nicht die Ehre hatte, das Victoria Cross erhalten zu haben oder dass es ihm verleihen. Das Victoria Kreuz halt eben. If one of us had gotten Immelmann or Bölke, he'd have made it. Achso, okay, wenn einer von uns den Immelmann oder den Bölke abgeschossen hätte, hätte er es verliehen bekommen. Wahrscheinlich, weil es sein Geschwader gewesen war, das zusammengefetzt hat. Now he needs a new target. I wonder if Richthofen kann. Okay, jetzt braucht er ein neues Ziel, damit er das erreichen kann. Und wir fragen uns, ob Richthofen
dazu zählen würde, wenn wir den runterschießen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt den Richthofen runterschießen können. Four plane escorts taking a reconnaissance. So. Flight to the Somme this morning. My bet is that the photographs are going to be costly. Oh, okay. Also es ist eine vier Flugzeugeskorte. Also vier Jäger werden höchstwahrscheinlich einen Bomber eskortieren, um einen Aufklärungsflug quasi zu machen an die Somme diesen Morgen. Und dort wird fotografiert. Also Ziele werden aus der Luft fotografiert halt eben. Heutzutage machen wir das mit Drohnen, ne? Damals musste man noch mit den Doppeldeckern fliegen. Und auf jeden Fall sagt uns unser Gefühl, dass diese Fotos ziemlich teuer ausfallen werden. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn es überhaupt die Maschine zurückschafft mit den Fotos und wir sind zu fünft. Einer von denen fliegt den diesen Bomber. Außer es wäre zufällig einmal eine normale Maschine, aber ich glaube es nicht. Gerade bei Escort-Missionen ist es meistens ein Bomber. Whatever our recon plan was after, I hoped it was worth the fight ahead. Okay, also was auch immer unser Aufklärungsflugzeug suchte, wir hofften einfach, dass es das wert war, dass wir jetzt unseren Kopf hinhalten müssen. Two Eindeckers and a Doppeldecker came out of the late afternoon haze with apparent orders to stop all five of us. Also zwei Eindecker und ein Doppeldecker kamen aus afternoon haze es war spät am Nachmittag und ich nehme mal an, die sind entweder aus dem Nebel nicht, aber wahrscheinlich aus den Wolken sind gekommen. Und die waren halt eben Feuer und Flamme darauf, uns fünf abzufetzen. So. Ein bisschen improvisieren, das gehört auch dazu. Ja, das ist na super, Alter! Super! Was willst du da machen? Du bist nicht einmal in der Reichweite, dass du irgendwas anschießen kannst. Ich flieg gleich wieder einen von meinen rein. Nicht deppert sein. Geh komm her, das gibt's ja nicht. Ja, aber Hauptsache, die halten 50.000 Schuss aus erst. So, einen haben wir. Der Flügelmann hat einen zweiten abgefetzt, ist auch gut. Und den na passt. Aber wir haben auf jeden Fall die Mission wieder versemmelt. Ich meine, wie es die auch schaffen. Du fliegst hin, du bist viel zu weit weg, dass. Ja, und einer hat sich wieder da fangen, klar. So, wer ist? Alter, hier hast du uns schon wieder Kamikaze. Jo, na klar. Bitte, wo kommen die alle daher? Haben sich die alle wirklich da fangen? Jo, na klar. Wo ist der Hund?
Bitte, was hält der aus? Und jetzt ist er dann so nah dran, dass ich ihm reinfliege wahrscheinlich. Selbst wenn ich am Zahn fällt. Na endlich! So, jetzt da an, dort an. Na klar, ja, kommt alle zu mir. Das ist eh wurscht. Wenn, egal, wen ich angreife, der zweite fetzt mich dann zusammen. Aber das stimmt schon, der Doppeldecker ist der gefährlichere von den zwei. Ein Schuss noch und ich bin's. Genau jetzt! Ah, das gibt's nicht! Jetzt müssen die depperten Maschinengewehre hier werden. Also Ladehemmung. Ja, genau. Okay. Okay, okay, okay. Nicht dran, nicht dran. Jawohl, bist du. Alter, sei froh, dass wir da lebend davon gegangen sind. Einen haben wir abgeschossen, die haben alle gebrannt. Alle. Vielleicht war der Eindecker noch nicht anwesend, ich weiß es nicht. Aber alle haben gebrannt. Jeder von denen ist abgeschossen worden und alle haben sich da gefangen. Bis auf den einen, was wir jetzt zum zweiten Mal abgefetzt haben. Wilson reelected. Urges peace in Europe, was? Also der Wilson wurde wieder eingestellt oder wiedergewählt. Ach so, warte mal. Wilson reelected, urges peace in Europe. Dadurch, dass Wilson wiedergewählt worden ist, ist das Hauptanliegen der Frieden in Europa. Irgendwie so. Oder ich lasse so stehen. Beim Spielen geht's halt nicht so gut, beim Übersetzen geht's halt nicht so gut, gell? Heute ist nicht mein Tag. Vielleicht hätte ich doch nicht aufnehmen sollen, aber ich hatte wieder mal Zeit. Das Geschwader ist ziemlich schwach. Also, zwei Second Lieutenant, zwei First Lieutenant, zwei Captain, zwei Majors. 10. November. No surprise to learn that Woodrow Wilson has been re-elected President of the US. Es war nicht überraschend zu hören oder zu lernen, dass Wilson Woodrow wiedergewählt worden ist als amerikanischer Präsident. What a strange campaign he ran with that slogan. Was für eine komische Kampagne er benutzt hat. Was? Nochmal, warte. What a strange campaign he ran? Ja, okay, also er hat eine komische Kampagne rennen gehabt mit dem sogenannten Slogan He kept us out of war. We need America here. Er hat uns, also der Slogan war, er hat uns aus dem Krieg rausgehalten. Wir brauchen die Amerikaner hier daheim. Ferris keeping constant patrols over Douai. Ferris schickt immer wieder Patrouillen nach Douai oder über Douai. I think he's trying to draw out Richthofen, but that may be my imagination. Wir denken uns einfach, er versucht dadurch den Richthofen aufzuscheuchen, aber das könnte auch unsere Fantasie sein. All four of us on the Noon Patrol want to see what this Baron looks like. Alle vier von uns würden gern bei der mittäglichen Patrouille einmal zu Gesicht bekommen, wie dieser Baron jetzt wirklich ausschaut. Der Herr Richthofen. Also wir würden ihn gerne mal sehen, höchstwahrscheinlich am besten durchs Fadenkreuz. Das schaut das Gegenüber immer am besten aus. Eine Patrouille mit vier Maxeln. Ja, hoffen wir, dass die besser ist als die letzte. Wobei, es war eine Escort-Mission, die steht immer unter einem schlechten Licht. Das ist einfach so. Burke's successor had learned to be aggressive, often without their teacher's good judgment. Also Burke's Nachfolger hat gelernt, aggressiv zu sein. Und zwar des Öfteren ohne
Ja, ohne das na shit, wie sagt man das gar? Ohne die gute Einschätzung seines Lehrers, we each to send our two attackers home a lot less anxious for their next sortie, if they live to see was we each to send. Also es zuckte uns in den Fingern, die zwei Angreifer nach Hause zu schicken. Ja, was weiß ich. Ich gib's auf. Also jetzt dafür das eine Ding habe ich jetzt aufgegeben. Es waren zwei Gegner da, die sollten wir abschießen oder es hat uns in den Fingern gejuckt, in den Füßen, überall hat es gejuckt. Vielleicht waren das auch nur die Haarläuse. Weiß es nicht. Sorry, aber jetzt fällt sich aus Sicherheitsgründen ein bisschen länger drauf. Wehe du, da fangst du erst. Oder haben erwischt. Schauen wir mal kurz weg. Nur sicherheitshalber, weil wir haben ja gesehen, die sind ja die Zombies der Lüfte. Du kannst nur so oft drauf schießen, das steht immer wieder auf. Ah! Habt ihr das gesehen? Also das war ja mein eigener Flügelmann, wäre fast in mich reingeflogen. Walking Dead Wings. Na bitte, einen haben wir abgefetzt. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Haben wir jetzt das Victoria Cross bekommen, oder was? Das ist ein Kreuz. Ein Orden. Für Edmund Blackadder, da schaue ich aber jetzt gleich nach, was das ist. Mein Menü. Also mein Menü. Review Pilot. Ich weiß gar nicht, ob mir das. Das Distant Service Order müsste es sein. Aber ist es dann nicht das. Ah, Victoria Cross ist das Beste. Also das Maximum. Das müsste dann quasi das Gegenstück zum blauen Max sein. Nehme ich jetzt mal an. Distance Service. Müsste das nicht für lange. Also fürs lange Dienen, glaube ich, müsste es sein eigentlich. Also wenn man eine Zeit lang dabei ist und man ist erfolgreich oder auch am Leben, dann kriegt man, glaube ich, das. 30 Eindecker, 11 Doppeldecker, 9 Ballone. Das sind ja auch die schwierigsten. Die flutschen da aus dem Fadenkreuz raus, da musst du so aufpassen. Puh. Deswegen haben wir ja nur 9. Gut, eine machen wir noch, würde ich mal sagen. Oder? Ja, doch, jetzt habe ich schon auf Continue gedrückt. Eine machen wir noch. Vielleicht wird es ja wieder eine Bombardiermission. Du. 13. November. Now that the Huns have evacuated Fort Vaux, we're done is quitting and more pilots are free to join us. Jetzt, da wo die Deutschen Fort Vaux evakuiert haben, kommen immer mehr Piloten rein, weil Verdun quasi uns gehört, jetzt den Alliierten. Und dadurch kommen immer mehr Piloten zu uns. Also zu den Alliierten zumindest. Too bad we're getting our reinforcements so late.
Zu schade nur, dass wir unsere Verstärkungen so spät bekommen. Generals Joffrey and Haig are under pressure to start delivering victories. And their foray on the Somme is about to cease. So wie es ausschaut, also der General Joffrey and Haig stehen stark unter Druck oder unter Stress, damit anzufangen, Siege einzufahren. Und der Foray, und so wie es ausschaut, von wegen ihre Möglichkeiten an der Somme sind begrenzt. Oder sie haben nicht mehr so viel Zeit an der Somme. Ja. Also sie stehen unter Zeitdruck, würde ich mal sagen. Wurscht in welcher Richtung, ob es jetzt damit mit den Siegen ist oder einfach mit der Somme überhaupt. Whatever they're planning, I'll bet it involves from the balloons will be Also was immer die auch planen, wir wetten einmal, es hat damit zu tun, über die ganzen Berichte und so, von den Aufklärungsballonen, die wir heute beschützen sollen, hier bei Armin. Protect the balloons, yay! Genauso einfach wie Escort Bomber oder wen auch immer. Ah, aber wir sollen die alliierten Ballone beschützen, nicht die Deutschen. Falls wir einen Deutschen dort sehen, den dürfen wir abschießen. Die tarnen sich ja meistens. Die deutschen Ballone tarnen sich wie alliierte Ballone. Die rücken ganz langsam vor. Das ist so langsam, das siehst du fast gar nicht. Deswegen kommt es einem vor, als wenn die stehen würden. We felt a special dedication keeping watch over our balloon, like anxious parents guarding our backyard from the neighborhood's bad eggs. Okay, wir fühlten uns... Ja, also wir waren besonders wachsam und beschützten unsere Ballone wie fürsorgliche Eltern, die ihre Jungen im Hinterhof beschützen einfach, und zwar vor den bösen Eiern der Nachbarschaft. Also wir werfen immer wieder ein Auge auf unsere Jungen, / auf unsere Ballone. While we saw no bullying aircraft, we were sure they'd come. Trotz dessen, dass wir keine bösen Flugzeuge gesehen haben, wussten wir, dass das nicht lange auf sich warten lassen würde. Ballon! So, dieses Mal sollte die Flak zu uns kehren. Und wirklich mal Bösewichte da abfetzen. Das heißt, wir schießen es nicht ab. Das wäre auch wirklich scheiße zum Erklären in Kernel. So, aufpassen, dass wir nicht den Motor abwürgen. Komm. Ich befürchte einmal, dass unser Ballon wieder mal zusammengefetzt worden ist, weil erstens, der hält nicht so aus, und zweitens, er fliegt in eine komplett andere Richtung. Da haben wir wieder die Flak, die fetzt... Hey, warte mal, ich sehe da hinten einen Ballon. Sag bloß, wir haben es geschafft. Wo ist er? Einfach nur sicherheitshalber wieder draufhalten. Und abdrehen. Nicht auf mich schießen!
also. Aber yes, yes. Ein Triumph haben wir noch davon gezogen. Davon gezogen. Herausgeholt. So, passt schon. Cool. Die haben alle überlebt. Respekt. Go Alliierten. Ich meine, wir haben ja auch keine andere Möglichkeit. Außer bei den, bei der Game Boy Advance Variante, da hast du noch, da hast du für die Deutschen kämpfen können. Das fand ich aber, finde ich, irgendwie, schön ist jetzt ein depperter Ausdruck, aber ja, warum nicht? Ich meine, warum kann man, in anderen Spielen kann man sich auch die Seite aussuchen. Und halt eben, das ist schon klar, halt eben, ist ja damals eben von Cinemaware gemacht worden und sowas, dass man nicht mit Deutsch spielen hat können. Aber das hat mich immer gewundert, warum das nicht geht, weil in anderen Spielen ist es ja auch gegangen. Und das fand ich dann cool, wie ich Wings halt eben für den Game Boy Advance bekommen habe. Da habe ich dann, ich glaube, als erster habe ich die deutsche Kampagne durchgespielt, weil es mich interessiert hat. Und dann habe ich im Nachhinein habe ich dann wieder die englische Variante irgendwann einmal durchgespielt gehabt. Aber ich bilde mir ein, das war die einzige Wings-Variante, wo man mit den Deutschen halt spielen können. Aber ist wurscht. Wir sind bei, also wir haben 68 Missionen hinter uns gebracht. Wir haben 42 Abschüsse bis jetzt zusammengebracht. Wir sind selber zweimal schon abgeschossen worden. Einmal halt eben, ja, nach einer Kollision. Das war ja im vorigen Teil. Diese Folge sind wir so abgeschossen worden von den Maschinengewehren, von den bösen, bösen Deutschen. Aber trotzdem, zum Glück haben wir es überlebt. Das war jetzt Teil 9, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich hoffe einfach mal, euch hat diese Folge ebenfalls gefallen oder wieder mal. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Folge, Folge 10 wieder, wenn es heißt Wings. Bzw. schauen wir mal Wings für den Commodore Amiga, die Abenteuer des Major Edmund Blackadder. Wie auch immer, ich wünsche euch noch einmal einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.